Verb und Präposition oder Verb und Infinitiv. Setzen wir ein. Gezwungen zu tun, Infinitiv. Angewidert von plus Dativ. Abhängig von plus Dativ. Verantwortlich für plus Akkusativ. Unfreundlich gegenüber oder zu plus Dativ. Unangenehm für plus Akkusativ. Zusammengesetzt aus plus Dativ. Angepasst an plus Akkusativ. Angezogen von plus Dativ. Überrascht von plus Dativ. Und noch einmal. Gezwungen zu tun plus Infinitiv. Angewidert von plus Dativ. Abhängig von plus Dativ. Verantwortlich für plus Akkusativ. Unfreundlich gegenüber oder zu plus Dativ. Unangenehm für plus Akkusativ. Zusammengesetzt aus plus Dativ. Angepasst an plus Akkusativ. Angezogen von plus Dativ. Überrascht von plus Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und einige Verkehrsmittel. Wo steigst du aus? Ich steige aus dem Auto aus. Oder ich steige aus dem Auto. Wo bist du? Ich sitze in der U-Bahn. Wo steigst du ein? Ich steige in den Zug ein. Ich sitze auf dem Platz 15 oder auf Platz 15. Und noch einmal, wo steigst du aus? Ich steige aus dem Auto aus. Wo bist du? Ich sitze in der U-Bahn. Wo steigst du ein? Ich steige in den Zug ein. Ich sitze auf dem Platz 15 oder auf Platz 15.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort welcher und dieser genauer an. Welcher Mann, dieser Mann. Welche Frau, diese Frau. Welches Kind, dieses Kind. Welche Situation? Diese Situation. Welcher Bereich? Dieser Bereich. Welcher Weg? Dieser Weg. Welches Problem? Dieses Problem. Welche Lügen? Diese Lügen. Welcher Kunde? Dieser Kunde. Welches Wetter? Dieses Wetter. Und noch einmal. Welcher Mann? Dieser Mann. Welche Frau? Diese Frau. Welches Kind? Dieses Kind. Welche Situation? Diese Situation. Welcher Bereich? Dieser Bereich. Welcher Weg? Dieser Weg. Welches Problem? Dieses Problem. Welche Lügen? Diese Lügen. Welcher Kunde? Dieser Kunde. Welches Wetter? Dieses Wetter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Woher, wo und wohin? Das Café, in dem ich sitze. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Wo bist du? Ich esse im Café, zum Beispiel einen Kuchen. Wo bist du? Ich esse im Café. Wohin gehst du?
Ich gehe ins oder zum Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Ich bin im Café dort. Das heißt, ich bin im Café, das dort ist. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Wo bist du? Ich bin im Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Ich bin im Café dort. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. In der S-Bahn setzen wir ein mit, zum, über, vom, der, den, dem. Sie fährt mit der S-Bahn, Dativ, vom Zentrum, Dativ, über den Hauptbahnhof, Akkusativ, zum Flughafen, Dativ. Und noch einmal. Sie fährt mit der S-Bahn vom Zentrum über den Hauptbahnhof zum Flughafen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Fragewörter setzen wir ein. Warum stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hast du es erfahren? Was fürchtest du? An wen erinnerst du dich? Über wen lachst du? Und noch einmal. Warum stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hat er es erfahren? Was fürchtest du? An wen erinnerst du dich? Über wen lachst du? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video setzen wir Artikel ein. Dabei achten wir auf die Präposition. Wegen des Windes, Genitiv. Vor dem Streit, Dativ. In sein Auto oder in seinem Auto, sein Akkusativ, seinem Dativ. Hinter der oder hinter die Baustelle, hinter der Dativ, hinter die Akkusativ. Ins Haus oder im Haus, ins Haus Akkusativ, im Haus Dativ. Zu seiner Mutter, Dativ. Aufgrund der Lage, Genitiv. Und noch einmal, wegen des Windes, Genitiv, vor dem Streit, Dativ, in sein Auto, Akkusativ, in seinem Auto, Dativ, hinter der Baustelle, Dativ, hinter die Baustelle, Akkusativ, ins Haus, Akkusativ, im Haus, Dativ. Zu meiner Mutter, Dativ, aufgrund der Lage, Genitiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Der, die, das, den, dem, des. Dieser, diese, dieses, diesen, diesem, dieses. Ein, eine, eines, einen, einem, eines. Kein, keine, keines, keinen, keinem, keines. Der, die, das, den, dem, des. Dieser, diese, dieses, diesen, diesem, dieses. Ein, eine, eines, einen, einem, eines. Kein, keine, keines, keinen, keinem, keines. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Aus, bei, unter, vor oder zu. Setzen wir ein. Bei Hitze. Untertags. Aus Protest.
Unter Termindruck. Aus Liebe. Aus Hass. Unter Termindruck. Und noch einmal. Bei Hitze. Untertags. Aus Protest. Unter Termindruck. Aus Liebe. Aus Hass. Unter Termindruck. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen und Pronomen setzen wir ein. Sie streiten sich mit ihm. Wir ändern uns nicht. Er verhandelte mit ihm darüber. Wann entscheidet er sich endlich? Er hat sich ihm gegenüber geäußert. Er behauptet, ihn zu kennen. Sie entschloss sich dazu. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Wir benutzen es als Ausrede dafür. Hast du mit ihnen gesprochen? Und noch einmal. Sie streiten sich mit ihm. Wir ändern uns nicht. Er verhandelte mit ihm darüber. Wann entscheidet er sich endlich? Er hat sich ihm gegenüber geäußert. Er behauptet, ihn zu kennen. Sie entschloss sich dazu. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Wir benutzen es als Ausrede dafür. Hast du mit ihnen gesprochen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
zu, zum oder zur setzen wir ein. Zur Schule. Zu euch. Zur Straße. Zu Freunden oder zu den Freunden. Zum Einkaufen. Zum Auto. Zum Zug. Zum Tanzen. Zum Ursprung. Zu Alex. Und noch einmal. Zur Schule. Zu euch. Zur Straße. Zu Freunden oder zu den Freunden. Zum Einkaufen. Zum Auto. Zum Zug. Zum Tanzen. Zum Ursprung. Zu Alex. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort würde und einige Sätze im Konjunktiv 2 genauer an. Du würdest gehen. Sie würde nicht kommen. Wir würden uns wieder treffen. Ihr würdet es nie verstehen. Er würde es noch lernen. Ich würde nicht langweilen. Es würde kalt sein. Man würde daran erinnern. Würden Sie das machen? Wir würden es schaffen. Und noch einmal. Du würdest gehen.
Sie würde nicht kommen. Wir würden uns wieder treffen. Ihr würdet es nie verstehen. Er würde es noch lernen. Ich würde nicht langweilen. Es würde kalt sein. Man würde daran erinnern. Würden Sie das machen? Wir würden es schaffen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Perfekt. Wir setzen das Partizip 2 ein. Sie haben sich dafür entschieden. Er hat sich gut verhalten. Wir haben unser Wissen vertieft. Er hat sich lange damit beschäftigt. Sie haben sich daran beteiligt. Es hat sich dazu entwickelt. Er hat es wiederholt. Der Preis hat sich erhöht. Sie hat sich nicht erinnert. Wir haben uns daran gewöhnt. Und noch einmal. Sie haben sich dafür entschieden. Er hat sich gut verhalten. Wir haben unser Wissen vertieft. Er hat sich lange damit beschäftigt. Sie haben sich daran beteiligt. Es hat sich dazu entwickelt. Er hat es wiederholt. Der Preis hat sich erhöht. Sie hat sich nicht erinnert. Wir haben uns daran gewöhnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video wiederholen wir den Nominativ, Akkusativ und Dativ bei Pronomen. Ich, mich, mir. Du, dich, dir. Er, ihn, ihm. Sie, sie, ihr. Es, ihm. Wir, uns, uns. Ihr, euch, euch. Sie, sie, ihnen. Sie, sie, ihnen. Man, einen, einem. Und noch einmal. Ich, mich, mir. Du, dich, dir. Er, ihn, ihm. Sie, sie, ihr. Es, ihm. Wir, uns, uns. Ihr, euch, euch. Sie, sie, ihnen. Sie, sie, ihnen. Man, einen, einem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Fragewörter genauer an. Wo liegt Wien? Wann ist sie abgefahren? Wer sitzt da drüben? Wie lange lebst du in Österreich? Warum schreibst du nicht? Woher kommt ihr oder wann kommt ihr? Wessen Auto ist das? Seit wann wohnt er hier? Wie hast du ihn unterstützt? Warum kannst du das nicht? Manchmal gibt es auch Alternativen. Und noch einmal. Wo liegt Wien?
Wann ist sie abgefahren? Wer sitzt da drüben? Wie lange lebst du in Österreich? Warum schreibst du nicht? Woher kommt ihr oder wann kommt ihr? Wessen Auto ist das? Seit wann wohnt er hier? Wie hast du ihn unterstützt? Warum kannst du das nicht? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Nomenbildung genauer an. Links einige Verben, rechts die Nomen. Jagen, die Jagd. Lieben, die Liebe. Fahren, die Fahrt. Ändern, die Änderung. Züchten, die Zucht. Fliehen, die Flucht. Werfen, der Wurf. Ziehen, der Zug. Mitnehmen, die Mitnahme. Arbeiten, die Arbeit. Und noch einmal. Jagen, die Jagd. Lieben, die Liebe. Fahren, die Fahrt. Ändern, die Änderung. Züchten, die Zucht. Fliehen, die Flucht. Werfen, der Wurf. Ziehen, der Zug. Mitnehmen, die Mitnahme. Arbeiten, die Arbeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.